Hier spricht Ustra, willkommen im Heldenend-Anwesen. Ich habe schon mal ein paar Dinge vorweg erledigt, damit wir ein bisschen besser in die Runde reinkommen. Und zwar machen wir ein paar Krankheiten weg. Björn und Orthoff haben also die Ehre, von dieser wunderbaren, sehr niedlichen und süßen Krankenschwester behandelt zu werden. Und währenddessen werde ich... Ich weiß nicht, ohne Namen 14 ist irgendwie immer noch auf Pilgerreise, irgendwo nirgendwo, niemand weiß es, wo er ab ist. Nein, Darathon, ich werde dich nicht mitnehmen. Du bist fast Level 3 und ich... Warte auf den richtigen Moment. Ich werde dich nur mal zu einem Boss mitnehmen, zu dem nächsten. Auch wenn du extrem viele schlechte Sachen hast. Aber das ist nicht schlimm. Herodin und Flocke werden in dieser Runde mitkommen. Denn wir werden... Ich glaube, hier bei dem werde ich nicht... Das werde ich aufbessern. Das werde ich aufbessern. Gifttauch. Na, es kostet ja nicht viel. Wir nehmen es mal mit. Ja, wir werden Gifttauchen mit, wir werden Herodin und Flocke mitnehmen. Außerdem ohne Namen 17 und 18. Und für 18 einen weiteren Kultisten. Okkultisten werde ich mir einen Namen rausnehmen. Und zwar mein Lieblings-Sidekick und lieber Freund Dr. Blood. Ich liebe diesen Namen. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Einfach aus Kindheitserinnerungen. Werde ich Dr. Blood mitnehmen. Der wird das Ganze schon schaukeln. Ja, wir werden ein Labyrinth erkunden. Wir werden das Ganze wieder Fackel, ohne Fackel machen, denn wir haben diese wunderbare Haarnadel bekommen und ohne Namen 17, unsere neue Barbarin, brennt darauf, hier ein bisschen Damage zu machen. Deswegen einmal das. Du bekommst den Menschentöterring und die erhaltene Heilung. Für dich wird es mehr auf Gift gehen und 20% Chance, die Gruppe zu überraschen. Das wirst du mitnehmen. Und für den Okkultisten nehme ich gegen Scheusale und Fernkampfschaden mit. Das denke ich... Oh, es ist minus Geschwindigkeit. Naja, Dr. Blood wird das schon verkraften können. Ich freue mich auf diese Gruppe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und mal schauen. Es ist ein kurzer Dungeon. Da brauchen wir nicht allzu viele Sachen. Ich weiß, ich würde am liebsten keinen kurzen Dungeon machen. Aber 1, 2, 1, 2, 1, 2. Davon dann nur ein. Und 1, 2 und 1, 2. So, wir werden versuchen, so viel wie möglich aus dem Dungeon rauszukitzeln. Deswegen versuche ich natürlich auch, eigentlich so wenig wie möglich mitzunehmen. Was an der Stelle vielleicht ein bisschen gelogen ist, weil es sind ja doch mehr Sachen mitgekommen, als man vielleicht braucht. Aber ich möchte für jede Situation gewappnet sein. Wir erinnern uns hier an ganz andere Schweine überall. Wir erinnern uns an ganz, ganz andere Dinge, die hier mal passiert sind. Und für einen kurzen Dungeon sieht das hier doch eigentlich ganz gut aus. Au! Blöde Drecksfallen. Ich möchte nicht, dass du blutest. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. Ein leerer Raum nach dem nächsten. Ich hoffe, irgendwas werden wir hier schon rauskitzeln können. Wenigstens ein Kampf. Warum nach vorne, Flocke? Wieso? Und ja, ich habe mir ist jetzt irgendwas aufgefallen. Level 0 Helden starten den Dungeon immer mit etwas Stress. Das wusste ich so vorher auch noch nicht. Gehe ich nach hinten, gehe ich nach vorne. Ich könnte jemanden mit Gifthauch bombardieren. Oder wir könnten jemanden weniger sehen lassen. Minus 10 Präzision sollte ganz gut sein. Jawohl. Wir werden hier mal nach vorne gehen. Auf dem Dr. Blood rumzukauen. Ich will den behalten, wenn es geht. Ach du Scheiße. Wie viel Leben hat er denn? 19 nur. Beide verfehlt. Herodin, komm schon. Tu es einfach. Heil dich mal bitte selbst. Und bitte nicht bluten, Dr. Blood. Oh. Ja, ich weiß, es steckt im Namen, aber irgendwie möchte man dran glauben. So, du solltest jetzt dran glauben. Denn ohne Namen 17 sollte ohne Ende Powerpunkte an Schaden machen. Durch den super legendären höllische Haarnadel Gedönse. Zack, 3 Schaden. Ja, ich weiß, dass du blutest. Das ist dir selber zuzuschreiben, du Gnom. Dr. Blood, hör auf damit.
So, einer weniger. Ich weiß, wir werden hier ohne Ende gestresst, weil wir den... und nochmal hier einen Crit. Natürlich. Wir können eigentlich nicht so viel Stress gebrauchen. Aber was willst du machen? Steckst du nicht drin? Kritisch mit 13 und wieder weg mit dem Stress. Sehr gut. Ach ja, und wir haben ja ein Antiquar dabei. Wir müssen drauf aufpassen. Ich muss drauf aufpassen, dass dieser ein Scheusal-Slayer-Dingsbums-Ring. Okay. Ist vielleicht besser als der Fernkampf-Dingen, weil jetzt hast du richtig plus 45 Schaden gegen Scheusale. Auch wenn du natürlich nicht unbedingt der Super Damage Dealer wärst, aber ja, wir müssen hier aufpassen, dass wir die Raritäten mitnehmen. Nur Pestdoktoren. Widerstand gegen Krankheit. Das braucht niemand. Gut, hier ist nichts. Das ist schön. 50, 60, 60, 60. Wenig Chancen fallen in irgendeiner Form. Zu entschärfen. Das höre ich auch nicht gerne. Wir kommen auch nicht so wirklich weit. Der Stresslevel von Dr. Blatt ist auch schon mehr als nur ein bisschen hoch, wenn ich das mal so bemerken darf an dieser Stelle. Umso mehr hoffe ich natürlich auf fetten Loot. Bücher sind nicht unbedingt das, was wir lesen. Nicht unbedingt das, was wir lesen wollen. Alles gut bei euch? Okay, ein bisschen bluten, ein bisschen jammern. Dann kann es ja weitergehen. Okay, wir können was erkunden. Ein Schatzraum gewonnen und einen Kampf. Sehr gut. Sehr gut. Gegen Menschen. Menschen sind gut. Hör auf. Warum sind die alle so schnell? Und wieder der Stress. Und wieder der Stress. Stressschaden plus, das hört sich nicht nett an. Wir versuchen die beiden mal zu stunnen. Und ich weiß, ich könnte hier einige Dinge tun. Aber ich glaube, ich versuche ihn nur ein bisschen anzuschneiden, damit er gleich ein bisschen mehr Damage kriegt. Verfehlt, beide. Warum nicht? Diese blöde Attacke wohl gar nichts bringt. Dr. Blatt, mach dich an die Arbeit. Dieser Stress. Ich kann ihn einfach nicht handeln. Wir brauchen gerade keine Heilung. Wir versuchen mal, einen davon wieder ein bisschen mehr zu schwächen. Auch wenn das alles hier als Menschen gelten. Umso mehr ärgert mich natürlich, dass hier Herodin nicht so wirklich vom Fleck kommt. Keine Crits, bitte. Danke. Jetzt aber weg mit denen. Da müssen wir den hinteren mal eben wegschneiden. Sehr gut. Der Stress ist schon mal bewältigt. Jetzt sollten wir nur schnell drauf gehen und den auch noch erledigen. Nice! Du kannst nicht mehr tragen. Das höre ich aber nicht gerne. Dann benutzen wir hier noch die Bandage. Geht schon. Das geht schon. Noch eine seltene Antiquität. Ja, her mit der Kohle. Und hier kommt wieder ein Kampf. Wir können eigentlich nichts dagegen tun, außer reingehen. Eine schlechte Gruppe erwischt. Und jetzt werde ich wieder angegriffen. Natürlich kritisst du den wieder. Was ist denn hier los? Und jetzt wird, glaube ich, mal gecheckt, ob er nicht vielleicht paranoid wird. Sehr gut. Immer dieser Stress. Wir können versuchen, diese beiden zu erledigen oder nur einen davon. 9 bis 18 Schaden. Ja, töte ihn! Und töte ihn vor allen Dingen. Können nicht. Das ist ja schlecht. Naja, wir versuchen unser Bestes trotzdem an dem. Er blutet für 2 Schaden. Wir können ihn auch noch für 2 Punkte bluten, entgiften lassen. Das sind nur 4 Schaden. Ah, das ist so scheiße. Wir versuchen es trotzdem. Na, 4 Schaden. Er lebt dann noch genau mit einem Lebenspunkt.
Wir werden uns selber heilen. Ja, wir können auch die beiden, wir können einen versuchen zu töten. Aber wir heilen uns besser. Ah, immer diese Entscheidung. Wieder, Dr. Blood, was ist los? Au, Dr. Blood ist zuerst dran. Sehr gut. Dann ist wenigstens dieser moppelkotzende Typ weg. Noch mehr Stress. Warum nicht? Masochistisch, na sicher. Die Verzweiflung in unseren Knochen. Au. Und wieder bluten. Warum nicht? Ich würde gerne irgendwie die Leute erledigen wollen. Vielleicht nicht die Leiche angreifen. Come on. Naja, 11 Schaden auf diesen Typen. Dr. Blood macht hier einen guten Schuh eigentlich. Wir können den Stresser erledigen, wir sind aber so im Stress, dass es eigentlich völlig egal ist, was wir gerade machen. Zumindest ihm gegenüber. Ja, stoß ihn ruhig weg. Der braucht eh nicht mehr. Sehr gut widersetzt. Ich wollte gerade sagen, der braucht eh nicht mehr kämpfen. Wir gucken mal, dass wir den... Kritisch für 14. Sehr gut. Na, und Nummer 4. Und weg mit den Typen. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen die Bandagen. Auf jeden Fall. Und wir brauchen das extra Essen. Yum, 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 yum. Schmeckt das gut. Oh Mann. Wir sind wieder 1 Milliarde Punkte hier im Stress. Aber wir müssen ja auch nicht mehr weit, theoretisch. Oh. Sehr gut. Wir wissen, es gibt nur noch einen Kampf zu bestreiten, bevor es weitergeht. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin gegen 2 Würmer. Wir dürfen nur keine Krankheiten mit nach Hause bringen. Mach, na, hau doch nicht ab. Du gehst einmal nach hinten, dann ist das Zweite. Ah, Mist, widersetzt. Schade. Schade. Gifthauch. Ah. Ah. Komm, jetzt aber. Triff beide Heroin. Kritisch für 12 und Regen im Wald, ja, wenn du das sagst. Hier nochmal ein bisschen Essen verteilen. Wir müssen eigentlich nicht mehr in die letzten Räume. Der Sack ist leer. Ah. Das ist schlecht. Oh, sehr gut. Wir können nochmal weiter erkunden. Und finden wieder nichts. Nicht mal einen Kampf. Aber dafür finden wir den Hunger. Na gut. Das ist ja auch mal in Ordnung. Was gibt's hier Nettes? Fackeln. Wer braucht schon Fackeln? Braucht ihr mal rumzumeckern? Ich weiß, es ist stressig mit euch. Aber dafür kann ich ja nichts. Zack, entschärfen wir mal eben die Falle. Auch wenn du eigentlich nicht dafür auserkoren warst. Knochenhaufen. Gegengift? Nein. Medizin? Nein. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir da benutzen müssen, nämlich eigentlich Weihwasser. Hör auf zu meckern, Dr. Blood. Du kriegst so einen Herzinfarkt, wenn du so weitermachst. Nein, wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch 2 Kuriositäten und es gibt noch einen Kampf zu bewältigen, bevor wir hier rausgehen. Ich weiß. Wir haben bis jetzt nicht eine Schaufel gebraucht. Oh nein, die Geister befehlen mir es zu tun. Warum? Fass es nicht einfach an. Ja. Blutrünstig. Dämonologie. Glaubt daran, von Dämonen besessen zu sein. Dinge passieren, ich merke schon. Wir haben 12 Futter. Wir werden ein bisschen was futtern, denn das ist der letzte Kampf. Und. Ja, ja, ja. Ganz locker. Wir kriegen das schon alles hin. Okay, der letzte Raum. Und ich hoffe, wir sind ein bisschen schneller als die. Die beiden wieder versuchen. Stunnen. Es klappt immer nur bei einem anscheinend. Au! Wir kennzeichnen, das ist schlecht. Au! Die beiden mal so ein bisschen anekeln mit diesen Dingern. Das sind alles Bestien und Menschen hier, also da hätte ich ein bisschen andere Sachen mitnehmen sollen. Aber er hat ja den Menschen-Töterring zumindest. 8 und 7, sehr gut. Diesen Ball-Geschichte.
Gut, verfehlt. Wir werden einen schon mal hier umbringen von den Tatars. Den da werden wir erledigen. Neue Runde, neues Glück. Wieder mehr Stress. Sehr gut. Wieder ein Crit. Warum nicht? Flocke, komm, widersteh dem Ganzen. Ausfällig. Oh nein, jetzt fängt die wieder an, unsere Leute zu beleidigen. Ein Schadenspunkt, hat aber zwei Leben. Komm. Geh nicht weiter nach hinten. Komm schon. Gift auch bluten, heilen. Und einen Lebenspunkt oder einen zerhauen. Wir zerhauen lieber einen. Und wir zerhauen noch den. Jetzt ist nur noch der Trommelmeister da. Das werden wir schon hinkriegen. Tja, werden die mal. Ah, ein super Crit. Wir werden den mal ein bisschen vergiften. Und wir werden versuchen, die Leichen wegzubekommen. Denn wir müssen da dran. Komm, keine super Trommel auf alle. Ah, shit. Ah, shit. Ah, nein. Schwelle des Todes. Oh Gott. Kann ich hinsehen. Ah, auf die anzuschreien. Sonst noch irgendwas, was du mir sagen wolltest, Antiquitär? Nein? Okay. Schon wieder dieses Ding. Wir müssen einige Sachen wegwerfen. Wie zum Beispiel. Machen wir mal ein bisschen Essen. Nein, ich zweifle nicht an deiner Stärke. Ich will einfach nur, dass du gut gefüttert bist. Ist alles in Ordnung. Wir tun die Medizin weg für das Geld. Und wir tun das Gegengift weg für die Dinger. Und wir sind hier raus. Mit viel Zeug. Und diversen Krankheiten und Stress. Und ihr wisst schon, allem, was man nicht haben möchte. Aber hey, wir haben 12.000 gemacht. Und ein paar Erbstücke. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Perverse Gelüste. Sehr gut, ohne Namen 17. Bisschen schlechter. Das ist gut. Nervenbündel. Herodin ist auch der Einzige, der hier nicht gestresst wurde. Der ist super. Stressschaden im Labyrinth wird verringert. Auch gut. Eigentlich soweit alles gut. Der hätte schlechter laufen können. Der wesentlich schlechter. In time, you will know that. So, was gibt's? Gehalte Tollwut, Gehalte schlechter Husten. Ohne Namen 14 ist bisher nicht zurückgekehrt. Warum auch? Er durchwandert jetzt diese Wälder, diese sehr sicheren Wälder. Und guck mal, was so geht. Wir brauchen eigentlich nichts von denen. Wir können nochmal einen zweiten Kreuzfahrer mitnehmen. Ich glaube, davon haben wir keinen zweiten. Bin mir auch nicht sicher, ob man Eile mit Weile und zielsicher. Wir haben keine Fernkampffähigkeiten. Nervenbündel. Frühaufsteher, okay, er mag es, wenn das Licht aus ist. Besessen von Sauberkeit, Waschzwang, okay. Also wahrscheinlich alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat, wird er antatschen. Bekannter Betrüger, ein Walddieb und Blitzheiler. Ich mag die eigentlich ganz nett, ganz gerne hier, diese, wie heißen die? Unholde. Ich finde die cool. Ich glaube, ich werde ohne Namen 18 in diesem Fall. Namen 18. Ich werde dich anheuern, denn, why the fuck not? Du siehst ganz chillig aus. Wir werden nochmal ein bisschen Geld ausgeben für den einen oder anderen, der hier, Minehäpte beten möchte. Behandlungskosten verringern. Definitiv ja, in der Bußekammer. Dr. Blatt, du lässt dich auspeitschen. Warum nicht? Ohne Namen 17. Hast du nicht perverse Gelüste? Achso, darf das Bordell nicht betreten. Okay, du gehst beten, weil... Pff. Und Flocke, du gehst meditieren. So, ich hoffe, euch habe ich jetzt ruhig gestellt. Ich hoffe, ihr seid da draußen zufrieden mit dem, was bisher passiert ist. Ich finde die Runde bis jetzt ganz okay. Ich hoffe, es geht auch weiter so mit Glück und Pech, dass sich hier ein bisschen abwechselt in den Runden. Viel Spaß bei der weiteren Reise und bis zum nächsten Mal. Ciao.